Ja, willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Ja, ich bin immer noch krank. Ja, sollte sich wohl auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Aber wir machen einfach mal weiter. Daran soll es nicht scheitern. Vater? Federico! Oh! Cerezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Cerezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Oh oh. Gefängniseinbruch. Giovanni's Zelle oben im Palazzo della Signora erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Auf jeden Fall. Den Turm des Palazzo erklimmen und Giovanni's Zelle erreichen. Sehr gut, machen wir. Bekanntheitsgrad. Wenn sie gesucht werden, bedeutet das, die Wachen ihnen gegenüber misstrauisch sind. Sie werden daher... Ah, okay. Okay, das machen wir mal eben. Gehen wir mal hoch da. Naja, wir sind ja noch nicht gesucht, also noch können wir uns hier relativ frei bewegen. So. Bin mal echt, also mich würde wirklich mal interessieren, was da Sache ist. So. Zack. Okay, das war nun nicht meine Absicht, aber gut. Gut, okay. Ist in Ordnung. So, hier hoch. Ah, scheiße. Geht weg, verzieht euch, lasst mich in Ruhe. Ah. Immer das gleiche hier mit denen. Aber die können mich mal. Kreuzweise. So. Kurz warten. Bis die da das Interesse verlieren. Und dann geht's auch schon weiter. So, nur ist gut hier, Leute. Na also. Und. Och. Sperrgebiet. So, ist hier irgendwer, irgendwie was? Da hinten. Okay. Puh. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Wäre blöd. Warte mal, können wir den da schon runterpflücken? Geht das? Anscheinend nicht. Oder? Nee, können wir nicht. Schade. Dann müssen wir das eben anders machen. Klettern wir eben mal ein bisschen hier drumrum. Na, er soll ja nun nicht das größte Problem hier darstellen. Na? Ezio, geht's weiter oder was? Dann machen wir es eben so. Er wollte eben nicht weiter. Der Schlawiner. So. So, jetzt müssen wir eigentlich aus seiner Reichweite sein. Oder wir probieren es mal hier an der Uhr da hoch zu klettern. Jawohl, das funktioniert. Na? Geht das? Ich hoffe doch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Müssen wir doch hier ran. Naja. Okay, hoch. So, jetzt müssen wir aber da sein, ne? Jetzt hier noch einmal rumklettern und dann... Sollten wir auch schon oben sein, ha? Huh? Jawohl. Ezio. Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden.
Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin... Geh, Ezio. Geh jetzt. Nein, wir brauchen nur noch den Aussichtspunkt. Ah. Ja, das klingt echt nach Trouble, ne? Nicht schön, nicht schön. Adler weisen auf einen Aussichtspunkt hin. Ja, weiß ich ja, aber er sollte da noch nicht runterjumpen. Mann, Mann, Mann. Nochmal hoch. Ganz hoch. Und richtig hoch. So, da ist der mit Taubenscheiße verschmierte Balken. So, synchronisieren. Dann nehmen wir nämlich gleich den direkten Weg nach unten. Und runter. Zack. Was ist das denn da? Mhm. So eine komische... Sieht aus wie eine Schriftrolle, ne? Okay. Ich hasse euch widerliche Fremdlinge. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gar kein, danke. Ist nicht nötig. Scheiße. Ja gut, okay. Gehen wir erstmal nach Hause. Das können wir uns später nochmal angucken. Weil die Typen scheinen nicht sonderlich freundlich zu sein. Ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. So. Und weiter. Und weiter. Mensch. Das ist aber echt, das ist ein Weg, ne? Ups. Nee, nee, da sollst du nicht runter. Aber rüber wäre toll. Schwupp. So, was finden wir denn Schönes in dem Haus von unseren Eltern? Beziehungsweise in unserem Haus? Ja, momentan sind wir ja der einzige Mann da im Haus. Nein. So. Dann mal rein hier. In die gute Stube. Familienerbstück. Giovannis Dokumente finden und sie Uberto Alberti bringen. Akzeptieren. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Das Adlerauge. Da. Inhalt der Kiste nehmen. Machen wir. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Machen wir. Jetzt sehen wir endlich mal schick aus hier. So, raus hier wieder. Und Auftrag beenden. So. Hä? Besuch? Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Okay. So. Das war ja nun wirklich kein großes... Macht ihr da? Ja. So, weiter hier. Am besten, wir gehen über die Dächer. Wir haben ja wichtige Dokumente abzugeben. So, wo kommen wir denn da rüber?
Na, das könnte... Nein. Schade. Ah, wieder ein Kistchen. Nein. Rein da. Und ein Florin, Mensch. Scheint überall so der Fall zu sein. So, dann wollen wir mal weiter hier. Und hoch und hoch und hoch. Wirklich hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Oh, was ist das denn? Eine Feder, ne? Ach, scheiße. Ah, fuck. Da bin ich ja mal eben so 2 Meter daneben. Nee, ich will die Feder. Ich sehe ihn nicht mehr. Gut, das wäre das. Ja, komm, machen wir. Na los. Na komm. Na los. Komm, 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 komm. Zack. Und den nächsten. So, jetzt können wir unseren Weg fortsetzen. Was ist das denn da? Nee, warte mal. Kurz mal gucken. Ah ja. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Na, ob das so stimmt, bin ich nicht von überzeugt. So, Familienerbstück. Das hätten wir auch erledigt. Da ist noch ein Aussichtspunkt, den haben wir noch nicht. Den holen wir uns jetzt. Assassinenumhang erhalten, hatten wir den nicht eben schon? Naja, gut. Zerbrochene, versteckte Klinge erhalten. Zerbrochen? Kodex-Seite erhalten? Was ist das? Was ist das? Achso, eine Feder. Gut. Den Aussichtspunkt holen wir uns hier eben noch. Dann sollte unsere Zeit auch schon wieder fast verstrichen sein. Ja, das sieht doch jetzt mal nach was aus hier, ne? Schön in der Assassinenrobe. Ich find's ja immer interessant, wie die Klamotten immer passen, ne? Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Naja, eigentlich schon. In vielen Münzen. Okay. Gut. Wir schauen mal. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Ja, das mag sein. So, wo rennen wir denn hin? Oh, nö, 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 nicht schon wieder. Ja, ja. Sie haben mich aus den Augen verloren und dann haben sie mich wieder gefunden und dann machen die wieder Ärger und das ist immer das gleiche Geschisse hier. Ach ja, mit denen hat man sein Kreuz. Nein, du sollst da rüber, Mann. Nein. Oh, oh. Das ist nicht gut. Okay. Ah, da ist ein Arzt. Den suche ich mal eben auf. Mann, hab ich ein Glück. Hallo. Hallo? Jetzt heilen. Och, das geht ja noch.
Apothekenbedarf. Das könnte man auch mal kaufen. Ja, wollen wir kaufen. Das sollte so. Jetzt schnell heilen. Ja. Cool. So, und jetzt müssen wir ja hier Dingenskirchens, ich habe seinen Namen gerade vergessen, an der Dingens da, habe ich auch vergessen, müssen wir den ja treffen und ja, das machen wir allerdings erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns im nächsten wieder. Ciao, mach's gut, bis dann.